Hallo, mein Name ist Katja, ich bin von Zwillingsgarn und ich möchte euch in einem neuen Video zeigen, wie man einen kleinen Kinderbeutel näht. Dieser ist einlagig, also auch tatsächlich für Anfänger geeignet. Ganz einfach, die Maße gebe ich unten nochmal bekannt, genau wie nochmal eine Anleitung. Wer will, kann auch eine bebilderte Anleitung von uns erhalten gegen einen kleinen Aufpreis. Den schicken wir euch dann zu. Jetzt zeige ich euch noch ganz kurz, was wir brauchen. Und zwar diesen oberen Stoff. Das wäre bei dieser Tasche dieser Absatz. Wir haben eine kleine Stoffbahn quasi nochmal drunten dran genäht, einfach um das ein bisschen wertiger zu machen. Wäre jetzt hier auch da wieder nochmal zu erwähnen, die Maße schreibe ich nochmal unten genau hin. Dann zweimal für den Henkel. Natürlich alles zweimal, gell? Und ja. Und jetzt fangen wir an zu nähen. So, jetzt nehmen wir uns den oberen Stoff vor, legen uns den vor hin. Hier müsst ihr bitte schauen, bei mir sind die Muster einmal so rum und einmal so mal an so Kopf stehend. Also da ist im Endeffekt egal, wo ich ansetze. Das breitere Stück, also sprich die 28 cm zu euch, dann das kürzere, die kleine Stoffbahn hier drauf nähen und fixieren wir erst und dann nähen wir diese knappkantig an auf beiden Teilen. Los geht's. Jetzt werden wir die Henkel anbringen. Und zwar 7 cm von der Außenkante entfernt. Ihr legt das einfach auf den schönen Stoff, also auf die vordere Seite, fixiert. Andere Seite auch. 7 cm. Fixieren. Und dann werden wir das einfach hier knappkantig nochmal verschließen. Auf der anderen Seite ebenso. Hier bitte darauf achten, dass das nicht verdreht ist oder so eine Welle drin ist. Wirklich gerade nehmen und dann bei 7 cm fixieren. Und jetzt nähen. Jetzt nähen wir knappkantig. So, da wir jetzt hier oben knappkantig abgenäht, die Kante später nähen wir nochmal, wenn es geschlossen ist. Jetzt legen wir beide Teile schön auf schön zusammen. Schöne Seite aufeinander und werden jetzt einmal drumherum fassen. Hier oben, wo die Henkel sind, lassen wir natürlich offen, weil da muss ja das Kind was reinpacken. Also, feststecken. Festgesteckt, los geht's zum Nähen. Und jetzt haben wir... So, jetzt werden wir die offene Seite, die rohe Seite quasi nochmal umklappen. Das zweimal, damit wir eine schöne Kante haben. Jetzt sehen wir ja, wir haben hier die Fenkel fixiert. Klappen wir jetzt einfach mal nach innen.
So, dann überall so circa 5 mm umschlagen, der ganze Beutel. Und dann quasi noch einmal 5 mm, so dass ihr eine schöne Kante habt. Ihr seht, offen 5 mm und dann nochmal einfach zur Fixierung 5 mm feststecken und rundherum das gleiche Maß nehmen. So, jetzt haben wir alles festgesteckt. Jetzt werden wir das vernähen. Hier, da dürfen wir nicht vergessen, die Henkel noch drüber zu legen. Also sprich, wir nähen jetzt so über den Henkel. Ja? So, wie ihr seht, haben wir jetzt auch die obere Kante genäht, die Henkel auch noch einmal, wie ihr seht, drüber genäht. Jetzt können wir das Ganze wenden. Und schon haben wir diesen kleinen Beutel fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Gerne Anregungen oder ja, Fragen gerne unten bei den Kommentaren lassen. Ich freue mich, wenn wir euch bald wiedersehen. Liebe Grüße.